Schönen guten Tag und willkommen hier im Ideen-Expo TV Studio. Ich habe mich gerade gefragt, was um Himmels Willen ist ein Computertomograph? Und ich habe Gott sei Dank Leute hier an meiner Linken, die mir das perfekt beantworten können. Ich habe Besuch von Siemens, einmal von Ronald Brun, Ausbildungsleiter bei Siemens Nord und den Azubi Hakan. Moin! Alles gut? Ja, moin. Schön. Habt ihr schon was Ordentliches erlebt auf der Ideen-Expo heute? Ja, also gibt es ziemlich viele interessante Stände. Und da hinten beispielsweise Sennheiser, VW, die bieten ja einiges zum Ansehen, sag ich mal. Ach, man guckt fremd. Ja, natürlich. Man muss ja wissen, was die anderen Firmen so machen. Und was Interessantes gefunden da bei den beiden? Bei VW natürlich die Autos generell, ja. Fahrsimulatoren. Bei Sennheiser weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Das war, glaube ich, einen eigenen Beat zu erstellen und war natürlich sehr interessant. Und ihr habt ja hier auch so eine 3D-Kamera etc. Ist ganz interessant die Gegend. Bei VW, der Scirocco, den finde ich schon ganz nett. Ja, den der ist nicht schlecht. Nehmen. Also liebe VW-Mitarbeiter, wenn Sie das sehen sollten, wenn Sie ihn nach der Ideen-Expo nicht mehr brauchen sollten, wir interessieren uns dafür. Computertomographie, ich habe es gerade schon mal gesagt. Was ist das genau? Also ein Computertomograph ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung der alten Röntgentechnik. Das heißt im Endeffekt einfach nur, dass ein Röntgengerät um sie herumfährt und dort 360 Grad Bilder macht. Mhm. Und diese werden dann im Computer nur digital, ne, nicht in echt, in Scheiben geschnitten. Ja. Und der Arzt kann dann durch die Scheiben hindurchblättern und sich die einzelnen Organe Schritt für Schritt ansehen. Und im Endeffekt macht das ein Computertomograph. Mhm. Mehr auch nicht. Das heißt aber auch, der Computertomograph geht irgendwann ein bisschen kaputt und dann bist du da, oder? Genau. Also ich bin Auszubildender Elektroniker für Geräte und Systeme bei der Siemens AG in Hannover und bin dort eingeteilt bei Healthcare. Das ist die medizintechnische Abteilung. Mhm. Und ich mache das, was die Kollegen dort auch machen. Ich fahre mit zu den Wartungen, zu den Reparaturen und bin dort an CTs, MRTs und nuklearmedizinischen Geräten tätig. Was ist das? Wir fangen mal mit CT an. CT, was ist das? Genau, das ist der Computertomograph, wie eben gerade erklärt. Ja. Ach, das ist die Abkürzung dafür. Genau, okay. CT ist die Abkürzung. Das MRT ist das sogenannte Magnetresonanztomographiegerät oder auch Magnetspintomograph genannt. Das basiert auf einer ganz anderen Technik und zwar wird der Körper in ein sehr starkes Magnetfeld gezerrt und das Magnetfeld richtet die Atome im Körper aus. Und das können wir eben auswerten und daraus machen wir die Bilder. Ja. Und bei der nuklearmedizinischen Fakultät, sage ich mal, ist das Ganze so, dass man Körperfunktionen darstellt. Sprich, funktioniert Leber noch richtig, Magen-Darm-Trakt, sind Tumore im Körper. Ja. Ja, das sind eigentlich so die Geräte, mit denen ich am meisten zu tun habe. Ich glaube, das erste Gerät, der Computertomograph, da wird man reingeschoben, nicht wahr? Genau. Da haben, glaube ich, viele Leute Angst vor, kann das sein? Ja, das ist... Ich glaube, meine Mama musste neulich und die musste vorher ein Prosecco trinken, damit sie da rein kann. Wie kann man solchen Leuten die Angst nehmen? Also, das Gerät ist natürlich doppelt und dreifach abgesichert, dass dem Patienten ja nichts passiert. Die MTA, die medizinisch-technische Angestellte, die Untersuchung durchführt, die hat auch einen Notausschalter. Das heißt, falls dem Patienten mal irgendwas passieren sollte, kann man sofort den Notausschalter drücken und das Gerät bleibt stehen. Ja. Und du kommst nicht wieder raus, oder? Natürlich, das ist ja eine offene Röhre, man kann nicht rausschieben. Okay. Ja, und der Patient bekommt meistens auch noch so einen kleinen Luftsack, sag ich mal. Mhm. Da kann man draufdrücken, falls irgendwelche Probleme sind. Dann meldet sich die MTA über eine Sprechanlage und man kann genau sagen, was einem stört oder dass man abbrechen will. Ja. Wie gesagt, du musst deine Ausbildung bei Siemens. In welchem Lehrjahr bist du gerade? Also, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und habe schon die Zwischenprüfung hinter mir oder Abschlussprüfung Teil 1, wie es bei uns heißt. Und lerne im Endeffekt Elektrotechnik und in der Abteilung eben die medizinischen Bereiche kennen. Warum hast du dich denn damals bei der Jobsuche für Siemens entschieden? Das kam rein spontan, sage ich mal. Ich habe an Siemens gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich nur, Abiturienten können da sich bewerben etc. Dann hat mir meine Beraterin bei der Arbeitsagentur einen Zettel gegeben und ich wurde auf Siemens aufmerksam. Ich hatte mich auch am Anfang für den Fachinformatiker beworben, wurde aber aufgrund wahrscheinlich meines guten Einstellungs, wegen meinem guten Einstellungstest eben Elektroniker und das im medizinischen Bereich. Ja. Gibt es irgendwie einen Moment in deiner Ausbildung, der dir hängen geblieben ist, weil der irgendwie besonders für dich war? Ja, da gibt es mehrere. Zum ersten Mal, wo ich am MRT war, da das starke Magnetfeld, dort hat man einen Schlüsselanhänger bekommen und sollte mal rangehen. Und da merkt man natürlich, dass der Schlüsselanhänger sich gerade zum MRT hinbiegt. Okay. Und das ist natürlich so eine Spielerei, ne? Das sind große, starke Magnetfelder dort. Und da probiert man alles mal aus, einen Kuli dranhalten, Schlüsselanhänger oder sonstigen Krimskrams. Und man merkt eigentlich, das ist auch ein Spielzeug für zu Hause eigentlich. Man könnte damit einiges machen. Ja. Das bleibt im Kopf oder die ersten CT-Aufnahmen vom Gehirn. Auch natürlich sehr interessant. Man sieht das ganze Gehirn in seiner Vielfalt. Auch bunt dargestellte Bilder in 3D etc. Das sind so Sachen, die einem im Kopf bleiben.
War Siemens für dich die richtige Entscheidung? Ja, selbstverständlich. Sonst wäre ich auch schon längst weg. Siemens bietet in dem Fall eine sehr interessante Ausbildung. Ich habe nicht nur mit der Elektrotechnik an sich zu tun, sondern auch mit Informatik, Medizintechnik und dementsprechend auch mit höherer Physik. Herr Bohn, wie ist es? Guter Kerl, oder? Ja, also wenn man das jetzt mal hört hier, also es ist natürlich völlige Begeisterung. Ich bin ja mal sagen verantwortlich eigentlich für die Gesamtregion Nord, aber heute eben zufällig auch in Hannover und habe die Gelegenheit bei der Ideenexpo auch mir das mal anzuschauen, wie das hier läuft und bin ja völlig begeistert. Wenn man dann auch solche jungen Leute hier hat, aus Hannover mal sagen, aus der Ausbildung, die auch mal solche Begeisterung hier schildern, wie sie ihre Ausbildung betreiben, kann ich eigentlich heute Abend nur nach Hause fahren? Nein, natürlich. Also ich gehe davon aus, ich weiß, dass meine Kollegen in Hannover machen einen super Job und wir haben natürlich im Auswahlverfahren auch die Kollegen und Kolleginnen ausgesucht, die auch zu uns passen. Das ist ja ganz wichtig, die mit entsprechenden Begeisterung und Engagement auch in eine Ausbildung gehen. Ne? Wie sucht denn Siemens seine Azubis aus? Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Wie sucht Siemens seine Azubis aus? Wie sucht Siemens seine Azubis aus? Ja, das ist natürlich, wie bei vielen großen Firmen, gibt es natürlich bei uns einen, wir nennen es dann mal sagen, einen Recruiting-Prozess. Hatten gerade gestern eine Veranstaltung hier in Hannover zum Thema Recruiting Excellence. Also wir starten jetzt neu ab dem 1. September, also ab übermorgen, starten wir den nächsten Schritt in unserem Online-Verfahren. Wir werden auch unsere gesamten Eignungstests werden wir online anschalten. Das haben wir gerade jetzt eben gestern in einer riesigen Veranstaltung hier in der Regionen dargestellt. Wie suchen wir die? Natürlich, wir haben wie andere Firmen auch, machen wir ganz viele Marketing, aber entscheidend ist einfach, dass die jungen Leute, also die jungen Mädchen und die jungen Jungs natürlich mal sagen, begeistert sind, dass die eben auch auf solche Veranstaltungen gehen wie hier, dass wir ihnen zeigen können, welche Produkte haben wir. Es ist etwas schwierig. Siemens stellt natürlich eine riesige Produktpalette her. Ich wollte gerade fragen, ja. Was? Und das ist etwas auch die Problematik bei uns. Ja. Das heißt also, wir haben sicherlich auch die Chance, in solch einer Messe wie hier die jungen Leute zu überzeugen, dass wir ganz tolle Sachen auch haben. Ja. Ich glaube, so meinen ersten Berührungspunkt mit Siemens hatte ich einen Geldautomaten. Früher stand ja auf vielen Geldautomaten noch Siemens Nixdorf drauf. Ja. Habe ich zum Beispiel den Namen Siemens zum ersten Mal gelesen. Aber vielleicht können Sie ja kurz erzählen, Sie haben eine Karte mitgebracht mit Standorten. Und also das ist schon richtig, was Sie sagen. Der erste Berührungspunkt häufig mit Siemens sind Produkte aus dem Haushaltsbereich. Genau. Oder wie Sie sagen, mit einem Automaten. Das ist korrekt. Das ist auch nach wie vor, mal sagen, so, dass wir die herstellen. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge andere Berührungspunkte. Ich habe hier mal eine Karte, die wir zufällig auch auf unserem Stand natürlich hier mit anbieten, ist eine für den Marketingbereich ganz wichtig, dass man mal sieht, wir sind deutschlandweit unterwegs. Da sind eben unsere 42 Ausbildungsstandorte drauf, unter anderem eben auch, wo ich verantwortlich bin für Hamburg, für Hannover, für Braunschweig, Bremen. Und in diesen Ausbildungsstandorten werden natürlich die gesamten Produktpaletten angeboten. Angefangen von den Berufsbildern, ich muss sagen, der Erkan jetzt macht, also im Bereich der Elektroniker, aber auch IT-Berufe, vor allem natürlich auch im kaufmännischen Bereich und natürlich nicht zu vergessen, seit 6-7 Jahren auch im dualen Bachelorbereich, wo wir eben ausbilden. Und das alles zusammen macht es uns möglich, unsere ganze Produktpalette natürlich auch dann so zu verkaufen, wie wir das natürlich brauchen. Ne? Für welche Produkte steht denn Siemens? Ja, das hätte ich jetzt mal nochmal dargestellt. Man sieht es hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, im Norden sind so die Windkraftanlagen abgebildet. Das ist sicherlich ein Aspekt, gerade erneuerbare Energien ist ja hier ein Schwerpunktthema auf der Messe, dass wir die Stadt der Zukunft mal zeigen, wie man eben von der erneuerbaren Energie bis hin zum Energiemanagement, eben Energie verwalten kann, Energie speichern kann, wieder abgeben. Wir haben ja schön Elektromotorrad, ja mal sagen, dort vorne stehen, dass man sieht, man kann nachts eben Energie wieder zurückbringen ans Netz, Smart Grid das Thema, aber auch Schiffbau. Viele interpretieren ja nicht gerade Siemens unbedingt mit Schiffbau. Ja. Wer die AIDA-Schiffe kennt, die mit dem Kussmund zum Beispiel auch dort, die gesamte Antriebstechnik, die Energieerzeugung auf diesen Schiffen, das sind Produkte und das sind mal sagen Gesamtsysteme, gerade im Energiebereich, die auch von Siemens kommen. Ja. Gibt es so einen Mutterprodukt? Ein Mutterprodukt? Ja. Oh, das ist eine interessante Frage. Nein, Siemens hat sicherlich eine derart große Produktpalette, wenn man jetzt bei den Einzelprodukten sieht, dass der jetzt nicht unbedingt etwas herausheben möchte. Wobei, wenn jetzt der Erkan hier ist, aus dem Healthcare-Bereich, muss man ganz klar sagen, also dieses Thema Computertomographen, gerade die heutigen Systeme, da ist Siemens mit Weltmarktführer, dass eben auch Menschen da in diesen Tomographen nehmen, zum Beispiel Herzen gescannt werden in Echtzeit. Das war vor 4-5 Jahren noch gar nicht möglich. Das hat sich eben rasant entwickelt und gerade in den letzten 2 Jahren. Da sind wir sicherlich sehr stolz drauf. Gerade auch in der Medizintechnik ist das eine rasante Entwicklung. Sie sagten es gerade, Siemens ist Weltmarktführer in manchen Produktsegmenten. Wie ist es bei dir, Erkan? Gibt es die Möglichkeit, irgendwie in deiner Ausbildung ins Ausland zu gehen? Ja, es gibt Schulungen, die finden beispielsweise in den Vereinigten Staaten statt oder in China. Auch in England haben wir ein Schulungszentrum. Und ja, das Ganze findet immer zentral statt.
Das heißt, alle Kollegen weltweit, die diesen Kurs belegen möchten, kommen dann zu diesen jeweiligen Standorten. Mhm. Und ich werde demnächst hoffentlich einen Kurs in Erlangen erstmal machen. Und da ich ja nach der Ausbildung ein Jahr garantierte Übernahme habe, würde ich mich gerne dann mal weiterbilden, vielleicht in den USA, ja, Richtung Nuklearmedizin. Okay. Wir waren bei euch am Stand und haben ein paar Sachen mitgefilmt. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erzählen, was wir auf den Bildern da gleich sehen. Ach so, ja. Das ist unser Kinect-Spiel. Das ist eigentlich mehr so für die Jugendlichen, um sich mal ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Das Ganze wird gesteuert mit der Xbox Kinect-Kamera. Und man spielt sozusagen Memory. Man muss die Memory-Kacheln durch Schieben aufdrücken und eben das richtige Ergebnis finden. Ja, und bei 30 Punkten ungefähr gibt es auch einen USB-Stick von uns geschenkt. Und das bietet den Jugendlichen viel Spaß an. Ja, das ist doch nett. Also geschenkt gibt es auch was. Was kann ich bei euch am Stand noch alles mitnehmen, erleben? Ja, wir haben ja, wie gesagt, hatte ich kurz erwähnt schon, mehrere Schwerpunktthemen. Eins der Themen, der Schwerpunktthemen ist eben die Stadt der Zukunft. Dazu gehört natürlich das, was ich erwähnte schon, das ganze Energiemanagement. Da haben wir natürlich auch so Baukästen, um den ganz jungen Nachwuchs, der schon mal sagen, auch hier mit 8, 9, 10 Jahren reinkommt, mhm, mal nahezubringen, was ist das überhaupt Energie? Die haben ja gar keine Vorstellung. Ja. Und das hat eine riesen Chance, eben mal zu zeigen, wie so funktioniert so eine Windkraftanlage, funktioniert so eine Wasserkraft, wie kann ich mal sagen, überhaupt erst einmal Energie erzeugen, wie kann ich sie mal sagen, sichtbar machen. Für die Kinder sichtbar machen wichtig. Da ist dann eine Lampe, da ist eben ein kleiner Motor, da ist ein kleiner Propeller. Das ist ein Thema. Dann haben wir natürlich sicherlich diese sogenannten Basics in der Technikbereich. Jeder, der zur Schule gegangen ist, weiß das in der Physik, ob er es mochte oder nicht. Da gab es dann auch sicherlich so Sachen aus dem Elektrotechnikbereich. Das zeigen wir mal plastisch. Da haben wir im Baukästen, wo man eben einfach mal sich hinsetzt und das mal aufbauen kann. Also kleine Schaltung. Ich nenne es mal so mit dem Herzen bei der Ausbildung. Da wird ja ein Herz mal sagen, zum Beispiel gefertigt aus LEDs, aus Lichtern mit der DO. Boden, ja, die dann eben hinterher leuchten. Ist gerade bei den ganz jungen Kids, mal sagen, super beliebt. Die reißen sich da drum. Also solche Dinge stellen wir auch da. Und natürlich der Healthcare-Bereich, der schon an den Medizinbereich, okay, der schon sehr stark ankommt. Auch ich durfte gestern mal sagen, dieses Spiel machen war da nicht so sehr gut. Muss ich noch ein bisschen üben. Ja, alles klar. Dann vielen lieben Dank Ihnen beiden. Schön, dass ihr da wart. Ja. Wünsche noch eine schöne Ideen-Expo. Ja. Danke sehr. Auch schönen Dank. Ja, gerne. Wir machen um 16.30 Uhr hier weiter im TV-Studio. Und zwar, wir kriegen Besuch von der Sozialministerin von Niedersachsen, Aygül Özkan. Und dann schnacken wir ein bisschen über die Ideen-Expo, wie sie es hier findet, was sie so macht. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Bis dahin.